Was ist für Sie Liebe? Oder wie würden Sie biologisch betrachtet Liebe beschreiben? Die Liebe ist biologisch gesehen natürlich kein Zufall und keine höhere Macht, sondern es ist bei höheren Tieren, so nennt man das in der Zoologie, also bei meistens sind damit Wirbeltiere gemeint, ist es die Erkennung dessen, ob das Immunsystem, also die Abwehrkräfte derjenigen, die jetzt Kinder zeugen möchten oder könnten oder werden und jetzt deswegen rumflirten und alle möglichen Dinge machen, die wir so abenteuerlich finden, ob das zusammenpasst. Das ist die Liebe auf den ersten Blick. Das ist meistens ein Geruch. Und deswegen funktioniert die auch, die Liebe auf den ersten Blick. Wir können nämlich das Immunsystem des anderen oder der anderen riechen, ohne dass wir es merken. Wenn das mit einer App funktioniert, dann, wo man sich nicht riechen kann, also mit der Nase, dann funktioniert das anders. Dann schaut man auf die Gleich- und Ebenmäßigkeit des Gesichtes. Also es suchen sich Leute, also Menschen, wenn wir jetzt mal von Menschen reden, es funktioniert aber auch bei Hühnern und bei allen anderen Lebewesen, es suchen sich Menschen ihren Partner oder ihrer Partnerin danach, ob sie ein ähnliches Maß der Gesichtsgleichheit von links nach rechts haben, also ob das Gesicht symmetrisch ist, ob, also wenn man eine Linie von oben nach unten zieht, im Bereich der Nase, also von der Stirn über die Nase zum Kinn, wie stark man diese beiden Bereiche übereinander legen kann. Das ist Gesichtssymmetrie. Und die erfolgreichsten Menschen sind die, die besonders symmetrisch sind, die kriegen besonders viel Geld, besonders gute Schulnoten. Alle Supermodels haben eine sehr hohe Gesichtssymmetrie. Kann jeder leicht ausprobieren mit dem Spiegel und einer Zeitung, wo die Leute von vorne abgebildet sind oder natürlich mit Photoshop oder mit irgendeinem Computerprogramm. Kann man auch im Spiegel selber ausprobieren. Wenn man das richtig macht mit zwei Spiegeln oder drei, muss man das machen. Ganz verrückt ist das. Also es geht eigentlich nur ums Immunsystem und um die Symmetrie. Die Symmetrie verrät nämlich, wie gesund das Lebewesen war bei der Aufzucht und wie die Erbsubstanz aussieht. Also ob die Erbsubstanz sozusagen okay ist und ob das Lebewesen genug Zuneigung bekommen hat. Und da sind wir jetzt bei der Liebe oder bei der Fürsorge. Es gibt natürlich auch elterliche Fürsorge. Und die spiegelt sich natürlich auch darin wieder, wie gut die Ernährung und die Zuneigung war, sodass derjenige also dann ein besonders fittes Lebewesen wird. Also biologisch gesehen ist Liebe ein bisschen, hört sich ein bisschen technisch an, aber das kann jeder auch komplett vergessen, was ich gerade gesagt habe, und kann also sich einfach sagen, ist mir egal, fühlt sich trotzdem toll an. Das ist auch einprogrammiert, dass es sich toll anfühlt, und deswegen kann man das auch ganz romantisch nur sehen und sich auf ein Gläschen mit dem Lieblingsgetränk im Sonnenuntergang am Strand mit geliebten Personen, in der Familie geliebt oder als Partner oder Partnerin geliebt, genauso freuen.